Hallo Stadtgärtner. Dieses Knöderich, das ist eine typische Wiesenpflanze, oft gesehen. Früher und heute teilweise noch ein sehr beliebtes Wildgemüse. Man kann die Blätter essen. Man muss darauf achten, sie schmecken leicht säuerlich. Es ist ein bisschen auch Salzsäure enthalten, nicht so viel wie im Ampfer, aber ähnlich. Deswegen dürft ihr nicht zu viel essen. Solltet ihr es schaffen, von diesem Knöderich mehr als 1,5 Kilo Blätter zu essen, werdet ihr mit starken Bauchschmerzen bestraft. Versucht den Geschmack, den Verzehr entsprechend einzuschränken. Die Blüten könnt ihr stehen lassen, sie werden gern von Schmetterlingen, Bienen und verschiedenen nützlichen Fliegen besucht. Insgesamt ist der Knöderich eine sehr interessante Pflanze, hier im Gemüsebeet eher selten anzutreffen, aber schön für Rabatten und anderes Zeug, wo sich alle Insekten drüber freuen werden, und wenn ihr mal einen leichten Hunger verspürt, könnt ihr gern mal eine oder zwei Blätter davon naschen. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Knöderich. Achtet aber darauf, die Blätter sind etwas hart und zäh.